Die Edelseer feiern heuer ihr 30-Jahr-Jubiläum und waren beim Nönn-Star-Treff in St. Pölten zu Gast. Geladen war eine handverlesene Gruppe von Fans der Edelseer, die mit ihren Stars in intimer Runde auf Tuchfühlung gehen konnten. Schwungvoll und musikalisch, wie man es von den steirischen Volksmusikern gewohnt ist, begrüßen die Edelseer ihre Fans beim Nönn-Star-Treff in St. Pölten. Es ist für uns eine Ehre, weil wir schon öfter da sein haben dürfen und nach dem 30-jährigen Jubiläum berichten können, wie schön es war im letzten Jahr. Und Niederösterreich ist ja fast die zweite Heimat geworden. Bei einem ungezwungenen Talk mit neuen Marketingleiter Robert Richter berichteten die Musiker von ihren Erlebnissen von mittlerweile 30 Jahren auf der Bühne. 30 Jahre vergingen wie im Flug? Und noch viel schneller. Spurlos. Nein, es geht. Ihr habt das betont, eure Freude, die habt ihr in den 30 Jahren nicht verloren. Wo kommt die her? Die Freude kommt von dem her, dass wir die Freude teilweise aggrieren von den Auftritten, weil wir das spüren, dass die Leute das gefällt, was wir tun. Und weil wir drei, das, was wir heute noch tun dürfen, wollen haben. Wir wollten das. Es hat uns keiner gezwungen. Es hat nie einer gesagt, das müsst, sondern wir haben das selber entschieden. Und wenn dann ein Erfolg ein bisschen mitgeht, dann ist das immer so eine kleine Bestätigung, dass man nicht am ganz falschen Weg ist. Und ich traue mich zu sagen, wir haben in unserem Leben, wir sind nicht die, was die Veranstalter anrufen und die anderen anrufen, sondern wir werden noch immer angerufen. Und das ist ein gutes Zeichen, weil dann passt die Leute noch gut. Wie ist es so, die Edelseer so hautnah hier heute zu erleben? Gut. Sonst ist immer ein bisschen Abstand, aber ja, nein, aber so war ideal, ja. Ist schon so, wie wenn man alte Bekannte trifft? Ja, schon. Ja. Schon, ja. Für ihre Nähe zu den Fans sind die Edelseer bekannt. Von Tag 1 an pflegten sie diese Beziehung intensiv. Ich möchte stolz sagen, und das können die Kollegen bestätigen, wenn wir so Bälle gespielt haben, und dann haben wir nach 2-3 Stunden erst die Pause gemacht, dann ist ja jeder von uns, der eine macht die Schrei, der andere macht die Schrei und der andere macht die Schrei und wir sind in der Pause von Tisch zu Tisch gegangen, haben die Leute gebeten, ob wir nicht die Adresse aufschreiben dürfen, dass wir noch was schicken. Also wir haben schon bis heute eine gewaltige Fanarbeit gemacht und wir kriegen so viel zurück und dafür möchte man schon herzlich danken. Und auch beim neuen Star-Treff setzen sich die Musiker mit den Fans an den Tisch, um auch nach dem offiziellen Teil noch ein wenig zu plaudern. Wie geht's euch heuer im neuen Jahr? Was wünscht ihr euch? Ja, eigentlich schaut gut aus. Wir haben wieder super viele Auftritte, tolle Auftritte. Wir sind alle gesund, Gott sei Dank, so wollen wir auch bleiben. Und wir freuen uns auf ganz, ganz viele Freunde und Fans, die uns besuchen kommen. Und ja, eigentlich kann nichts mehr schief gehen.